Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch hier ein Liedchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um zwei ganz besondere Toys. Es handelt sich nämlich um sogenannte Hidden Toys. Und was es mit denen auf sich hat, will ich euch jetzt mal erzählen. Hidden Toys sind quasi Toys, die ihr in der Toybox erst dann seht, wenn ihr sie erbeutet habt. Das heißt, ihr habt eure Toybox, ihr habt vielleicht alle Toys, die euch angezeigt werden. Vielleicht sind es bei euch 460 Toys. Und dann gibt es aber noch Toys, die werden euch nicht angezeigt in der Toybox. Erst wenn ihr sie erlernt habt, werden sie euch angezeigt. Und das sind genau diese beiden, die ich euch heute zeigen will. Und zwar einmal instabiler Portalmittler und dann Witz-Trickkiste. Und das sind diese beiden, die droppen von einem Rare-Mob, der sich Witz der Sammler schimpft. Und ich würde sagen, wir schauen uns die jetzt erstmal an und dann erkläre ich euch, wie er da rankommt, weil das ist ein bisschen tricky teilweise. Also, als erstes gucken wir uns mal Witz-Trickkiste an. Und zwar verkleidet die uns in einen Schatzsammler der Würmzungen. Und das ist ein recht cooles Model. Jetzt machen wir das hier mal zu. Und ihr seht, gut, die Waffen bleiben. Das sind jetzt die komischen, die ich hier gemockt habe. Aber das ist schon ein sehr, sehr, sehr einzigartiges Model und sehr cooles. Vor allem, wenn ihr seht, es ist so ein bisschen Schatzgoblin-mäßig angehaucht. So sieht übrigens auch der Mob aus, den wir dann später unboxen werden. Mal ein bisschen rumlaufen mit denen. Das Ganze hält, glaube ich, genau 10 Minuten an, seid relativ klein und ihr könnt, soweit ich das gesehen habe, auch mit dem Ding aufmounten, was ja bei vielen Verzauberungen nicht geht. Also ihr seht, ich kann hier auch aufmounten mit dem Ding und mit dem quasi rumlaufen. Das geht ja leider bei vielen Verzauberungen nicht. Ich glaube, es war eine Stunde, genau. Eine Stunde hat Abklingzeit, aber dafür seid ihr, ja, habt ihr eine Verwandlung, die wahrscheinlich echt die wenigsten Leute haben. Also das ist wirklich schon so sowas, was wirklich nur der richtig harte Kern der Toy-Sammler hat, quasi. Gut, dann zum zweiten und zwar zu diesem instabilen Portalmittler. Der öffnet für uns 5 Sekunden lang ein Portal in den Wirbel Neta und wir haben wirklich nur diese 5 Sekunden, also wir müssen da verdammt schnell draufdrücken. Ich mach's jetzt mal und dann muss ich da instant draufdrücken und wir landen jetzt irgendwo. Ja, das ist einfach random. Und da ich jetzt hier ein VOD-Ladescreen habe, ich bin jetzt irgendwo in Warlords of Draenor rausgekommen. Also ihr könnt wirklich an den kuriosesten Positionen spawnen. Ich habe auf WoW Head mal so eine Liste gesehen, da waren alleine schon 20 oder so Punkte und WoD war da gar nicht vertreten. Also okay, also man kann da anscheinend wirklich fast überall landen. Das ist, ja, lustig auf jeden Fall. Ich nehme an, wirklich zum sinnvollen Reisen wird es hier nicht taugen, weil man will jetzt irgendwo Spezielles hin, trägt das Ding und naja, man wird wahrscheinlich eher nicht da rauskommen, wo man hin will. Ja, dann will ich euch sagen, schauen wir gleich mal, wo wir das Ding herbekommen. Und zwar müssen wir uns nämlich in eine Instanz begeben. Und dazu könnt ihr verschiedene Möglichkeiten benutzen. Wir müssen nämlich in den Sitz des Triumvirats. Und zwar in der heroischen Schwierigkeitsstufe bzw. aufwärts. Das heißt für uns, wir melden uns am besten hier übers Tool für den HC-Modus an. NHC geht leider nicht. Ja, sobald ihr der Instanz drin seid, zieht ihr erstmal diesen ganzen klumpigen Trash hier vom Boss zusammen und batscht ihn weg, denn sobald der Trash gekillt ist, kommt der erste Boss raus und den brauchen wir auf jeden Fall. Denn erst wenn der Boss hier umgebatscht ist, wissen wir, ob unser Rare Mob in der Instanz ist oder nicht. Denn erst dann können wir ihn ins Target nehmen. Er befindet sich zwar auf dem zweiten großen Plateau, der sich nach dem Endboss befindet, spawnt aber wirklich erst dann, wenn der Endboss tot ist. Es gibt zwei Indikatoren dafür, dass man sehen kann, ob der Rare-Mob da ist, also sprich Witz der Sammler, V-I-Z-Z, übrigens geschrieben für den einen oder anderen. Und hier seht ihr, bin ich aus der Instanz raus, weil er in dem Run nicht da war. Woher wusste ich das? Und zwar kommt, sobald er da ist, ein Emote im Chat, so ein rotes Emote quasi, und dann weiß man, dass er da ist, beziehungsweise, wenn man sich nicht darauf verlassen will, einfach, sobald der Boss tot ist, / Tar, V-I-Z-Z, oder Target, V-I-Z-Z, und man kann auch den ganzen Namen eingeben, aber es reicht schon, wenn man V-I-Z-Z eingibt, aber wirklich Doppel-Z, weil es gibt da noch einen Vizekönig oder irgendwie sowas und den findet man sonst, also ihr müsst da wirklich die beiden Zs quasi reingeben. Und ihr seht schon, hier verfolgen wir ihn gerade, er agiert quasi wie ein Schatzgoblin in Diablo 3, macht einfach nur sein Portal und wenn er es durchkriegt, wie ihr gerade gesehen habt, ist er auch weg. Man muss es unterbrechen oder kann es auch unterbrechen, sowohl mit Counter als auch mit Stunts und anderen CCs und vor allem, man braucht ein bisschen Movement Speed. Und was natürlich ganz gut ist, wenn man vorher den Trash wegräumt. Ich bin jetzt hier gerade mit dem Main drin, wie ihr seht, schmeißt CDs an und prügel da einfach voll drauf. Und ihr seht schon, allein am
am Damage-Meter, dass ich da halt voll reingeprügelt habe und da war das nicht das Problem. Also wenn ihr mit Main drin seid, ja, geht es. Man kann ihn relativ gut umboxen. Wenn ihr das aber mit dem letzten Gammeltwink macht, habt ihr da vielleicht ein bisschen mehr Probleme. Und da HC ja ein Daily Lockout hat, also sprich, ihr könnt hier HC nur einmal am Tag anmelden, habt ihr die Problematik, dass ihr, wenn ihr das aktiv farmen wollt und wenn ihr das Item haben wollt, müsst ihr das mit mehreren Chars machen. Da bleibt euch nichts über. Ja, und ihr mit dem letzten Gammeltwink drin seid, solltet ihr wirklich vorher alles klären und auch ein bisschen euch mit der Gruppe absprechen, mit der ihr drin seid. Ich bin dann so übergegangen, weil ich hier noch ein paar Kollegen habe, die es auch gefarmt haben, dann haben wir das zusammen gemacht, immer einer hat einen guten Char und die anderen haben halt Gammelige rein, weil mit total Randoms funktioniert das nicht. Die checken es dann nicht, dass sie dem Mob hinterherlaufen müssen oder triggern ihn quasi vorher schon, weil wenn man da nur ein bisschen hinläuft zu dem Typen, dann wird er quasi schon geaddet. Vielleicht nur interessant zu wissen, der kann hier in dem zweiten Plateau, also sprich, nachdem man durch diesen Durchgang nach dem ersten Boss gegangen ist, überall spawnen, also wirklich in jeder Ecke. Wenn man ihn aber ins Target nimmt, ins Fokus nimmt, dann sieht man auf der Karte ganz gut angezeigt und dann ist es eigentlich nicht mehr das Problem. Ja, wie oft ist er etwa da? Ich kann euch sagen, bei mir teilweise über 10 Runs, dass er nicht da war. Also teilweise 10, 15 Runs, dass er mal da war, manchmal war es noch länger, manchmal war er zweimal hintereinander da. Es ist, aber ich würde im Schnitt sagen, braucht man 10, 15 Runs, dass man einmal den Typen sieht. Und dann hat man noch die Problematik, dass man auch killen muss. Und ich kann euch sagen, ich habe den bestimmt 10, 15 Mal gesehen. Ein Viertel davon waren die Gruppen echt so kacke, dass sie den Typen nicht mehr gekillt haben. Und dann die verbleibenden 10 Mal, wo wir ihn gekillt haben, habe ich auch das Toy nicht immer gleich gekriegt oder die Toys. Denn die Trickkiste hat, glaube ich, 30% und instabile Portalmittel hat 24% Dropchance. Das heißt, ihr müsst hier schon richtig, richtig, also viele Runs, ich glaube, ich habe über 100 Runs auf das Ganze hier verbracht. Und ja, das ist auf jeden Fall, oder das sind auf jeden Fall Toys, die nicht viele Spieler haben, weil sie erstmal assig zu farmen sind, zeitaufwendig und auch dadurch, dass sie hidden sind, quasi auch schlecht zu finden, beziehungsweise das wissen die meisten wissen auch gar nicht, dass man sie fahren kann. Ja, so viel zu dem Toy. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.